Jojo Leute, herzlich willkommen hier mal zu einem etwas anderen Video. Wir spielen hier gerade Mini-UAC auf dem Badlands-Server. Ich will die ganze Runde hier einfach mal nutzen, um ein Thema anzusprechen, und zwar wieso so wenig Videos kommen. Ja, ganz konkret, es liegt also wegen den Videos so, wieso so wenig kommen. Das letzte Video war jetzt vor fast 2 Wochen, glaube ich. Und es liegt halt einfach daran, dass ich momentan eher weniger Bock auf Minecraft habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich spiele halt zurzeit eher mehr League of Legends als Minecraft. Aber auch eher deswegen, da halt viele Real-Life-Freunde von mir halt eben jetzt auch spielen. Also so, sie spielen halt auch League of Legends. Und mit denen spiele ich halt dann natürlich auch. Deswegen spiele ich das Spiel eher mehr. Und nicht denken, wieso, wenn ich hier jetzt spiele wie ein Idiot, denn ich bin ein bisschen rusty. Ich spiele halt einfach viel mehr League of Legends als Minecraft. Und außerdem habe ich halt auch nicht so viel Zeit, für irgendwie YouTube-Videos aufnehmen oder so. Denn es ist ja auch momentan noch Schule und wir schreiben auch bald. Also jetzt ist erstmal noch eine Woche. Da schreiben wir noch 2 Klausuren. Und dann schreiben wir bei uns in Bayern die Abschlussprüfungen. Also da kommen dann Ferien und dann schreiben wir die Abschlussprüfungen in ein paar Wochen dann. Und auf die sollte man ja eben auch lernen. Das heißt, in irgendwie. Also das heißt halt, dass ich kaum Zeit habe für. Halt für Videos zu machen, und das ist halt irgendwie saublöd. Denn ich habe ja irgendwie mal angekündigt, so dass ich ein Comeback machen, was heißt ein Comeback, halt wieder ein bisschen regelmäßiger Videos bringen will. Und ich meine, ich habe ja jetzt für 3 oder ich weiß nicht wie lange, ich glaube 2 Jahre habe ich jeden Tag ein Video gebracht, und ich weiß selber nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe mir außerdem auch im Kalender eingetragen, vor nicht mal allzu langer Zeit, da habe ich mir mein 3-jähriges auf YouTube eingetragen, und das ist noch nicht mal so lange her. Und lasst euch einfach mal die Zahl durch den Kopf gehen. 3 Jahre mache ich das Ganze hier schon. 2 Jahre jeden Tag ein Video. Und dann immer weniger. Wegen halt Schule und allen auch. Da wisst ihr eh die ganzen Faktoren. Und ja, diese Zahl ist halt einfach schon brutal. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich hochgeladen habe. Ich habe 800 Videos hochgeladen. Das ist auf jeden Fall auch eine stolze Zahl. Und ich bin natürlich auch auf das Ganze hier. Oh. Oh nein. Ich bin so ein. Aber es kommt eh noch Healing, glaube ich. Und wir spielen, by the way, Katlin, müsst ihr eh alles mitbekommen haben. Und halt einfach 3 Jahre und schon so viele Videos. Das ist halt einfach auch eine enorme Zahl. Und ich will auf jeden Fall noch die 100.000 schaffen. Das sind wir jetzt eh gerade so am Zusteuern. Mittlerweile haben wir 89.250. Das ist halt einfach brutal krass so. Meine Videos bekommen auch trotzdem noch, wieso mache ich mir einen Ofen? Bekommen auch immer noch 10.000 Aufrufe auf das, also ich weiß nicht. Da nochmal ein fettes Danke an euch einfach, dass ihr sonst so lange dabei seid. Denn so 10.000 Aufrufe ist halt auch natürlich eine Zahl. So, die kommt nicht von irgendwo. Und bald steht auch wieder, was heißt bald? Mann. Die Gamescom steht halt auch bevor, so. Und mein Ziel ist es, dass ich, das kann ich euch jetzt hier mal so sagen, dass ich bis zur Gamescom dieses Jahr die 100.000 schaffe. Ich weiß nicht, ob es möglich wird, aber wenn ich so jetzt weitermache, wie ich es mittlerweile mache, wird es auf jeden Fall nichts. Denn ich will auf jeden Fall, Leute, aktiver wieder was machen. Aber ich habe euch die Probleme eben gerade aufgezählt. So, an Minecraft mittlerweile, gerade so eben, ist hier der Border? Oder wieso ist hier Bedrock? Jo. So, an Minecraft habe ich mittlerweile, also momentan, habe ich kaum Bock drauf. Ich habe halt auch irgendwie keinen so zum Spielen. Das ist halt auch eben die Sache. Wenn ich irgendjemand zum Spielen hätte, wäre es natürlich tausendmal geiler. Aber ich weiß halt, ich bin halt momentan voll aus der Szene, so irgendwie. Ich mache halt echt kaum irgendwas noch mit Minecraft. Zumindest die letzte Woche habe ich kaum was mit Minecraft zu tun gehabt. Und ich bin halt da einfach voll raus. Ich bin auch voll. Keine Ahnung. Ich bin einfach rusty as fuck. Das will ich aber auf jeden Fall ändern. Aber momentan ist halt die Lage sehr blöd. Denn wie gesagt, mit der Schule und alles. Und dann auch noch dem so alles. Irgendwie Minecraft so bin ich auch nicht mehr so ganz überzeugt von. Also was heißt überzeugt? Es wird halt langsam auch wieder langweilig, so wie es schon mal war. Irgendwann habe ich schon mal so ein Video gemacht,
wo es so langweilig wurde. Von Minecraft her. Aber ich meine, man könnte, was gibt es denn alles, was man spielen könnte, was Spaß macht? Klar ist jetzt die 1.9 draußen, da werden jetzt auch noch Modis kommen, wenn nicht schon welche gekommen sind, von denen ich immer noch nichts weiß. Ich habe ja auch gesagt, dass ich mich voll auf die 1.9 freue, aber bis jetzt ist da noch nicht richtig irgendwas gekommen. Und irgendwie blockt jeder die 1.9 ab und deswegen hat auch kaum ein Server die 1.9. Es laufen hier immer noch alle Server auf der 1.8, ich spiele immer noch auf der 1.8. Aber man kann mit der 1.9 auch Server connecten, aber ich finde irgendwie, dass man dadurch irgendwie nur einen Nachteil irgendwie hat. Und außerdem bin ich da überhaupt gar nicht. Es kann jetzt auch sein, dass ich gerade so viel Kacke laber, aber ich werde mich da auf jeden Fall, die Ferien, die jetzt da kommen, müsste ich eigentlich, oh nein, lernen. Das heißt, klar habe ich Zeit, aber ich müsste halt auch lernen. Deswegen werde ich in den Ferien werde ich versuchen, Leute, dass ich wieder aktiver hier auf YouTube was bringe. Denn das Ganze hier fallen zu lassen, ist nicht meine Aufgabe. Es ist halt nicht so meine. So, keine Ahnung, ich könnte das Ganze hier gar nicht fallen lassen, weil YouTube ist so ein großes Ding und dass ich es überhaupt so weit geschafft habe, überhaupt so annähernd so viele Abonnenten zu bekommen und alles, es ist auch schon eine, so ein, wie nennt man nein, keine Ahnung, wie man das nennen soll, das ist halt einfach, eigentlich ist es echt unbeschreiblich so, aber es ist halt einfach ein brutaler Bestandteil von meinem Leben geworden, auch. Deswegen könnte ich das Ganze gerade, glaube ich, gar nicht aufgeben. Und ich werde halt einfach versuchen, aktiver was zu bringen. Aber ich werde das nicht so machen, dass ich nur Minecraft bringe, denn es kommt auch bald der Sommer und alles. Und ich habe ich letztes Jahr schon gesagt, dass ich so Sommervideos machen will. Was heißt Sommervideos? Also vielleicht eventuell mal kein Vlog oder so, wo ich irgendwo hingehe, weil ich wohne in den größten Kaff auf der ganzen Welt. Da kann man nirgends hingehen. Das Einzige, was wir haben, wo wir hingehen können, ist ein Freibad. Also erstens müsste erstmal der Sommer so richtig kommen. Und ist, by the way, keine Healing-Phase, fällt mir gerade auf. Zweitens müssen die ganzen Abschlussprüfungen erstmal geschrieben sein und alles. Und dann ist ja auch so, dass ich dann aus der Schule draußen bin fürs Erste. Aber dann ist natürlich die Ausbildung und sowas steht dann alles an. Was bei mir auch noch nicht safe ist. Deswegen, da kommt jetzt noch dann noch so viel, was so stressig wird. Und dann ist halt da auch noch die Frage, ob ich dann da überhaupt noch Zeit habe für das Ganze. Denn, na klar, braucht man eine Ausbildung, um alles abzusichern und so. So ist es ja nicht. Also eine Ausbildung ist quasi ein Muss, so. Ich habe aber vor, auf eine weiterführende Schule zu gehen, aber ob das alles so funktioniert, das ist jetzt eh noch nicht alles so klar. Aber auf jeden Fall. Oh, Dias, das ist... Nein, das ist ein schlechter Witz. Ich kann die abbauen und damit Wasser herbringen. Wenn es eh nur einer ist, dann ist es sowieso egal. Ist wirklich nur einer? Ist jetzt schon eine Verarsche, ne? Dann finde ich Dias und dann ist es nur einer. Alles klar. Nee, aber das ist halt eh alles noch überhaupt gar nicht safe und... Oh Gott, ich könnte euch hier so viel zulabern, aber so... Ganz genau will ich das jetzt eh alles nicht sagen. Ich wollte halt nur die momentane Lage so beschreiben mit dem Ganzen. Denn manchmal schreiben wir auch Leute so mit... Wow. Okay. Da bin ich jetzt hier oben. Auch gut. Hä? Bis wann wird man denn hier hoch teleportiert? Das hatte ich nur... Oh, nee. Okay. Es wird eine sehr kurze Runde und hat überhaupt kein Gameplay und ich werde jetzt einfach elendig sterben. Aber ich wollte euch von dem Ganzen informieren, so wie es halt momentan aussieht, dass ich halt nicht so viel Zeit habe wegen Schule und allem. Da haben wir jetzt zwar momentan schon, also ich kann euch so sagen, ich weiß nicht, wie es die Zeit jetzt bringt. Entweder ich habe jetzt richtig viel Zeit und kann richtig viel YouTube machen, oder ich habe überhaupt gar keine Zeit, dass ich halt nur lernen muss und so, weil wir haben jetzt auch bald Notenschluss. Das heißt, alle normalen Noten sind halt gemacht und dann fehlen halt nur noch die Abschlussprüfungen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in eurem Bundesland ist, aber bei uns ist halt so, dass wir Abschlussprüfungen halt, ich weiß nicht, aber normal müsste das gleich sein. Und
Ja, wenn die Jahresfortgangnoten, also die Noten, die wir während des Jahres gemacht haben, fertig sind, dann machen wir in den ganzen Fächern sowieso überhaupt nichts mehr. Sondern bereiten uns auch nur noch auf die Abschlussprüfung vor und so. Und deswegen denke ich, dass ich dort viel Zeit habe. Aber es kann natürlich auch so sein, dass ich überhaupt gar keine Zeit habe und alles lernen muss. Und das kann natürlich auch sein. Das ist halt so komplett random quasi. Aber ich versuche es für euch Leute, dass ich hier viel mehr. Oh, der hat 20 Leben, der wird mich so auseinandernehmen. Der weiß, dass ich hinter ihm bin. Oh nein. Das ist halt so komplett random eigentlich. Und das war sehr schlecht. Es ist quasi echt komplett random. Ich kann es überhaupt nicht entscheiden. Aber ich probiere. Okay, ich lenke die beiden aufeinander. Aber ich probiere es, dass ich irgendwie mehr Videos machen kann. Denn YouTube ist für mich echt etwas sehr Großes. Und ich würde es nie einfach so aufgeben, Leute. Dafür wäre mir das Ganze viel zu wichtig. Aber wie gesagt, ich habe auch gesagt, dass ich andere Videos bringen will. So andere Spiele her, so ein bisschen. Und ja, das ist halt von der Umsetzung her immer das. Aber ich will es probieren. Es kann sein, dass das nächste Video irgendwas wird, von dem ihr überhaupt nicht rechnet. Da könnt ihr euch echt überraschen lassen, sage ich jetzt mal. Es kann auch sein, dass das nächste Video wieder in der Woche kommt, was ich natürlich nicht hoffen will. Aber ja, ich kann das halt momentan auch nicht ändern. Na klar könnte ich jetzt jeden Tag ein Video machen. Also wäre möglich, klar. Aber das wäre brutal stressig für mich einfach. Denn jetzt mal angenommen, ich mache am Montag ein Video für euch. So, dann bin ich am Montag. Oh nein. Dann bin ich am Montag. Bin ich, habe ich Nachmittag in der Schule. So. Dann, wie lange will der mir eigentlich noch nachrennen? Jetzt bin ich tot. Geil. Ich hab's überlebt. so. Mal angenommen, ich würde jetzt am Montag für euch ein Video machen. So, dann habe ich Nachmittagsschule. Komme also erst um 3:30, 4 Uhr heim. So, dann bin ich zu Hause. Dann esse ich und entspanne mich erstmal. Dann ist es 4:30. Dann um 4:30 gehe ich zum Sport. Dann komme ich um 7 Uhr, 7:30 wieder heim. Also es ist, oh nein. Das ist meistens so. Und wie lange renne ich eigentlich von dem Typen schon weg? Das ist halt meistens so. Dann ist es halt 8 Uhr, dann muss ich erstmal das ganze Sportzeug wieder rausnehmen und alles und meinen Schuhpark herrichten und alles andere machen, lernen und alles. Und dann ist es halt auch schon wieder sau spät. Und dann habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Und so ist es auf jeden Fall montags, dienstags. Das habe ich eh schon mal in irgendeinem Video habe ich das eh genauso erklärt. Und dann ist es halt, Mittwoch ist halt quasi so ein Ruhetag. Aber dann fällt auch, dann fällt meistens irgendwas drauf. Ist halt richtig dumm. So, wie lange will der Typ mich noch verfolgen? Da fällt auch meistens irgendwas drauf. Und dann Donnerstag, Freitag ist das gleiche und am Wochenende bin ich halt meistens weg. Oder halt irgendwie ausgehen mit Freunden. Und das ist halt immer meistens so. Ich hatte letztens ein Wochenende, wo es mal nicht so war. Das ist halt einfach so, ich habe kaum Zeit. Und das ist halt sau blöd. Denn ich würde sehr gerne irgend sowas weiterhin. Oh mein Gott. Machen und jetzt bin ich tot. Nein, doch nicht. Wie weit ist er weg? Das war sehr schön. Jetzt habe ich für richtig viel. Nein, der hat eine Angel. Ich bin so tot. Oh Gott. Nein. Ah, die Runde. Ich weiß nicht, Leute. Die Runde war eh überhaupt nichts. So, ja, ich habe so viel geredet jetzt. Und das wird halt ein Video, was einfach Überlänge hat. Und halt nur ich irgendwas rede. Denn, so, ich fasse ich nochmal alles kurz zusammen. Es ist so, wir schreiben, also wir haben zurzeit Stress in der Schule. Was heißt Stress? Also wir haben zurzeit viel zu tun in der Schule, so. Das heißt, ich habe kaum eine Zeit für das Ganze hier.
Denn YouTube ist echt zeitaufwendig. Wenn man Videos schneidet und gut bearbeiten will, dann ist es echt zeitaufwendig. Es gibt ja auch so Kanäle, die halt überhaupt gar keine Community haben. Und da bin ich glücklich, dass ich so ein Kanal bin, der eine Community hat. Wenn es auch jetzt mittlerweile keine große ist, oder mittlerweile keine mehr so große, wie es mal war, kann man so sagen. Aber jo, ich bin trotzdem noch sehr glücklich drauf. Und ich versuche, Leute, wieder mehr Videos zu machen, das Ganze, was halt, wie gesagt, schwer wird wegen Schule und Ganzen und bla bla bla. Aber wie gesagt, entweder in der nächsten Zeit kann ich wieder Videos machen oder nicht. Das liegt jetzt ganz daran. Da kann ich euch auch noch nicht weiteres zu sagen. Aber ich versuche es auf jeden Fall wieder Videos zu machen. Auch wieder mit Leuten. So wie zum Beispiel Ben. Ben schreibt mich öfters an einfach. So, jo, hast du Zeit für eine Aufnahme? Meistens muss ich halt dann einfach schreiben, nein. Denn ich habe halt keine Zeit. So, ich bin zwar am PC, also mein PC ist eingeschaltet. Oder ich krieg die Nachricht am Handy auf Skype. Aber ich habe halt null Zeit. Aber Ben schreibt mich echt öfters an, einfach so. Finde ich auch noch voll korrekt von ihm so. Dass er, also es gibt ja auch Leute, die so. Also das ist jetzt, ich schweife komplett ab. Aber es ist halt so, es gibt Leute, die sehen, jo, der macht keine Videos. Den mag ich nicht mehr oder irgendwie sowas. Oder, jo, mit dem will ich gar nichts zu tun haben, der bringt mir eh nichts. Aber Ben, mit Ben irgendwie. Ben schreibt mir trotzdem noch, obwohl ich habe seit einer Woche kein Video hochgeladen. Und Ben schreibt mich halt trotzdem mal, jo, hast du Lust für eine Aufnahme und so. Und sowas ist halt wiederum dann ganz cool. Aber jetzt nicht, dass ich irgendwie jemanden, also irgendwie einen alten Freund oder sowas von YouTube irgendwie jetzt durch irgendwie sowas verloren habe oder so. Das soll es gar nicht. Aber ich wollte es einfach mal nur ansprechen. Und ja, ich denke, ich kann aufhören zu reden. Ich werde das ganze Video schneiden. Das sind 23 Minuten. Ich werde das irgendwie klein zusammenschneiden in ungefähr 15 Minuten, denke ich. Denn ich habe ja schon relativ viel geredet. Und ja, ich hoffe, ihr konntet euch ein Bild drüber machen, wie die ganze Situation jetzt gerade bei mir aussieht. Ich kann euch nicht sagen, ob ich jetzt wieder mehr machen kann. Ich will es, ich probiere es auf jeden Fall. Schreibt auch, by the way, in die Kommentare, ob ihr mehr Mini-USDs sehen wollt. By the way, das wollte ich von Anfang an sagen, hab's aber vergessen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Mini-USDs sehen wollt. Und ja, ich will aber auf jeden Fall probieren, wieder mehr Videos zu machen, denn mir macht das Ganze hier echt abnormalen Spaß. So, ich bin jetzt hier. Ne, ich sitze jetzt eine gute halbe. Ne, okay. 20, 23 Minuten sitze ich hier und rede. Und mir wird es nicht langweilig. So, mir macht es total Spaß. Und ja, generell, Minecraft ist halt. Ich sage jetzt nicht, dass mir Minecraft überhaupt nicht mehr gefällt. Es ist schon noch ein Spiel, was mein Leben so gekennzeichnet. Gekennzeichnet kann man. Ja, sagen wir. Ja, doch, man kann gekennzeichnet sagen. Was mein Leben. Sagen wir geprägt, okay? Was mein Leben geprägt hat, so. Und ich glaube, ich könnte gar nicht aufhören damit, denn es ist immer noch ein sehr cooles Spiel. Du kannst so viel in dem Spiel machen. Und da unten läuft ein Typ rum. Du kannst es. Es ist perfekt, um mit Freunden zu spielen, so. Und ja, auf jeden Fall, Leute. Das war's jetzt endgültig von dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr einen Like da lässt, denn der Like zeigt mir auf jeden Fall, dass ihr das Ganze hier verstehen könnt und euch darauf freut, dass wieder bald mehr Videos kommen. Ich probiere es, Leute. Und ja, ich hätte letztens wieder ein Video gebracht, aber dann war bei mir die Tonspur kaputt. Da könnte ich wirklich nichts dafür. Es war sehr blöd und nein, ich möchte nicht streamen. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video euch trotzdem gefallen hat, obwohl es jetzt nur so ein Real Talk Video war. Ich weiß nicht, wie ich es nennen werde. Aber ja, es war quasi nur ein Real Talk Video mit ein bisschen Hintergrund so. Aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das hier mehr sehen wollt und lasst einen Like da, wenn ihr das Ganze verstehen könnt und hinter mir steht. Das war's aber jetzt auf jeden Fall, Leute. Ich habe euch lieb und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Ciao.